Hallo, liebe Freunde und Freundinnen, heute schreiben wir eine Beschwerde oder eine Reklamation. Hier ist die Aufgabe. Sie haben etwas im Internet bestellt. Heute haben Sie das Paket bekommen, aber leider wurde die Ware in falscher Farbe geliefert. Sie schreiben eine Beschwerde-E-Mail an die Firma alles-online.de. Vier Punkte dazu. Was haben Sie bestellt? Problem, Ihre Reaktion und Ware zurückschicken. Wir schreiben eine E-Mail. Das bedeutet, wir brauchen keine Adresse und kein Datum. Wenn in der Aufgabe steht, schreiben Sie einen Brief, dann ist besser, wenn wir eine Adresse und das Datum schreiben. Aber in der E-Mail brauchen wir das nicht. Und auch die Betreffzeile, zum Beispiel Beschwerde, ist bei der E-Mail nicht unbedingt nötig. Ihr könnt natürlich einen Betreff schreiben, aber ihr müsst das nicht. Wir beginnen sofort mit der Anrede. Wir haben keine bestimmte Person in der Aufgabe, deshalb schreiben wir: Sehr geehrte Damen und Herren, Komma. Bitte achtet auf die Rechtschreibung, macht keine Fehler in der ersten Zeile. Das ist nicht so schön, wenn schon in der ersten Zeile Fehler kommen. So, Sie in der Aufgabe, das bin ich. Die Aufgabe ist für mich. Ich habe etwas im Internet bestellt. Heute habe ich das Paket bekommen. Etwas. Wir müssen aber jetzt schreiben, was habe ich im Internet bestellt. Hier könnt ihr natürlich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Ein Handy, eine Tasche, ein Fahrrad, eine Lampe. Eine Lampe. Ja, das finde ich gut. Ich schreibe, ich habe bei Ihnen im Internet eine Lampe bestellt. Das ist ein richtiger Satz, aber der Satz beginnt mit dem Wort ich. Das ist nicht schön. Wir beginnen mit der Zeitangabe. Das ist besser. Wann habe ich bei Ihnen im Internet eine Lampe bestellt? Zum Beispiel vor einer Woche. Vor einer Woche, dann kommt natürlich das Verb habe und ich geht an den dritten Platz. Vor einer Woche habe ich bei Ihnen im Internet eine Lampe bestellt. Der zweite Satz, heute haben Sie das Paket bekommen, aber leider wurde die Ware in falscher Farbe geliefert. Heute habe ich das Paket bekommen und ich habe mich zuerst gefreut. Wir schreiben, ich habe mich gefreut, auch dazu. Das ist ein gutes Wort und das passt sehr gut für eine Beschwerde, dass ich mich zuerst freue und dann bin ich enttäuscht. Ja, diese zwei Wörter sollte man in der Beschwerde benutzen. Also, heute habe ich das Paket bekommen. Und habe mich sehr darüber gefreut. Wir schreiben hier habe mich, ich schreiben wir nicht, weil es das Wort ich schon im ersten Teil des Satzes gibt und wir brauchen im zweiten Teil kein ich. Habe mich sehr darüber gefreut. Und dann habe ich das Paket aufgemacht und ich war sehr enttäuscht. Aber wir schreiben das natürlich nicht so einfach. Wir schreiben einen Satz mit nachdem. Und im Satz mit nachdem
benutzen wir normalerweise das Plusquamperfekt in der Kombination mit dem Präteritum. Das hört sich sehr kompliziert an, aber es ist gut, wenn wir diese Grammatik im Brief auch einmal benutzen. Also, nachdem ich das Paket geöffnet hatte, war ich sehr enttäuscht. Aber nachdem ich das Paket geöffnet hatte, war ich leider sehr enttäuscht. Warum war ich enttäuscht? Wir haben hier in der Aufgabe den Grund dafür. Wir können auch so schreiben, der Grund für meine Enttäuschung oder der Grund dafür war das. Ein Satz mit das ist auch sehr gut im Brief. Das ist die Grammatik B1. Wir müssen zeigen, dass wir die Grammatik B1 gut verstehen und gut verwenden können. Also, der Grund dafür war, dass die Lampe eine andere Farbe hatte. Dass die Lampe eine andere Farbe hatte als auf dem Bild. Ja, ich habe ja die Lampe im Internet gesehen. Und auf dem Bild hatte die Lampe eine andere Farbe als die Lampe, die ich bekommen habe. Als auf dem Bild auf ihrer Internetseite. Ja, das ist jetzt ein Problem für mich. Warum ist es ein Problem? Ich wollte eine blaue Lampe, weil meine Einrichtung in Blau ist. Auch ein schöner Satz mit weil. Und dann könnten wir noch einen schönen Satz mit obwohl schreiben. Obwohl die Farbe auf dem Bild genau passt, sieht die Lampe eher grün aus. Das Problem haben wir erklärt. Ihre Reaktion. Eine Reaktion haben wir hier auch geschrieben. Enttäuscht. Ich war enttäuscht. Ich habe mich gefreut und dann war ich enttäuscht. Und dann war ich auch traurig. Bedauern. Bedauern ist auch ein gutes Wort. Zu meinem Bedauern. In diesem Fall ist es ein Nomen, weil wir zu und meinem davor schreiben. Es gibt auch ein Verb. Ich bedauere. Aber hier ist es ein Nomen. Zu meinem Bedauern muss ich leider das Paket zurückschicken und ich bitte Sie, den Kaufpreis innerhalb von 2 Wochen zu erstatten. Das sind alles spezielle Wörter für eine Beschwerde oder Reklamation. Die sollte man im Brief benutzen. Kaufpreis, erstatten, innerhalb von. Alle Wörter hier sind sehr gut. Wir schreiben nur noch die Grußformel unten mit freundlichen Grüßen, weil das ein offizieller Brief ist. Und natürlich den Namen, den Vornamen und den Familiennamen, beides. So, ich muss euch sagen, dieser Brief ist ein bisschen schwierig und hat viele Wörter B1 und viele Sätze in der Grammatik B1. Ihr müsst nicht alles hundertprozentig so schreiben wie bei mir. Das sind nur Ideen, nur Ratschläge. Ich wollte euch nur zeigen,
welche Wörter und welche Sätze gut sind. Ob ihr diese Sätze und diese Wörter benutzt, das bleibt euch überlassen. Aber mindestens einen Nebensatz sollte man schon im Brief schreiben. Ich markiere jetzt gute Wörter und gute Sätze. Hier noch einmal der ganze Text. Sehr geehrte Damen und Herren, vor einer Woche habe ich bei Ihnen im Internet eine Lampe bestellt. Heute habe ich das Paket bekommen und habe mich sehr darüber gefreut. Aber nachdem ich das Paket geöffnet hatte, war ich leider sehr enttäuscht. Der Grund dafür war, dass die Lampe eine andere Farbe hatte als auf dem Bild auf Ihrer Internetseite. Ich wollte eine blaue Lampe, weil meine Einrichtung in Blau ist. Obwohl die Farbe auf dem Bild genau passt, sieht die Lampe eher grün aus. Zu meinem Bedauern muss ich leider das Paket zurückschicken und bitte Sie, den Kaufpreis innerhalb von 2 Wochen zu erstatten. Mit freundlichen Grüßen, Lina Marlina. Ich wünsche euch viel Erfolg in der Prüfung, bleibt gesund und bis später.